Jingle Bells, all the way. Hallo und herzlich willkommen zum besten Adventskalender auf MySpace. Ihr könnt heute natürlich wieder den Inhalt des Adventskalenders, den ich euch gleich präsentiere, gewinnen. Heute mal auf Facebook und nicht auf Instagram, weil ich auf Facebook wieder anfangen möchte, regelmäßig was zu posten. Heute habe ich natürlich wieder einen Adventskalender für euch, der absolut fantastisch ist. Der Adventskalender heute ist wirklich krass. Disney Soy Luna. Der ein oder andere weiß nicht, was Soy Luna ist. Ich weiß es selber nicht, aber ich würde schätzen. Das hier ist Soy Luna. Die junge Dame fährt offenbar sehr gerne Inline-Skates. Ich bin sehr gespannt. Soy Luna sieht aus wie so eine Zoe 101 aus 2010. Was ist Soy Luna? Es klingt wie, wenn du beim Asiaten Sushi essen gehst und er dann ankommt und fragt, just ein bisschen Soy Luna Sushi. Okay, das war echt rassistisch. Aber war nicht so gemeint, aber es klingt trotzdem wie Sojasauce. So, bastle dir deine eigene Soy Luna Schmuckbox. Ich bin ein viel beschäftigter Mann. Ich habe keine Zeit für sowas, aber ich würde das natürlich gerne tun. Ich überlasse es einem von euch, okay? Klebe die Säulen zusammen, bla 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 bla. Soy Luna hat offenbar sehr coole Catchphrases, wie zum Beispiel Friends and Skate, Roller Mode on oder Good Moves. Okay, ein nummerierter Adventskalender, das finde ich persönlich immer sehr gut, wenn ich weiß, wo ich anfangen soll. Was ich aber nicht gut finde, ist, wenn das so all over the place ist. Da ist die 1. Nein! Das fängt doch wieder komplett scheiße an. Ein tolles Soy Luna Slap Bändchen. Für was für Arme ist das denn gemacht? Da kann man ja auch gerade Zielgruppenforschung betreiben. Ich gehöre offenbar nicht dazu. Nee! Alter! Geil! Gib mir das. Der kommt nicht raus! Warum kommt das denn nicht raus, Mann? Ein richtig, richtig cooler Soy Luna Bleistift mit extrem coolen Sprüchen wieder. Wie zum Beispiel Good Moves. Ich weiß halt nicht, wenn die Zielgruppe wirklich so kleine Mädels sind und so, ob die sich wirklich aktuell noch über einen Bleistift freuen oder nicht eher ein iPhone oder so in einem Adventskalender erwarten. I don't know, I don't judge. Also ist auf definitiv für kleinere Finger gemacht. Es gibt einfach ultra rare Buttons von Soy Luna. Das ist einfach so eine Tierlist, Alter. Welcher Button geil ist? Hier. Alter, Soy Luna brennt richtig gut. Und ich habe die geilen Rollerblades bekommen. Das freut mich sehr. Warte, ich muss. Was ist denn das? Rollerblades? Ja, toll. Ich habe ja den Scheiß bekommen, Mann. Warum ist in jedem Adventskalender immer das gleiche mit dem Scheiß-Logo? So kack-Dekorierband, Mann. Was zur Hölle ist das? Aber da sind wieder Rollerblades drauf. Oh Gott, das ist. Oh Gott, Mann. Ah! Habe ich so einen coolen Smiley. Den werde ich nie wieder ausziehen können. Der ist wirklich eng. Autsch. Ab sofort ist das mein persönlicher Favorit, wenn ich einen Schlagring brauche. Wenn ich jemandem haue, dann ist es halt mega Meta. Ja, wunderbare Soy Luna Haarklammern. Nee, eine Schnürsenkelchen. Ein Schnürsenkel. Ich habe mindestens zwei Schuhe an. Oh nein, es gibt bald YouTuber-Adventskalender. Also richtige, die man kaufen muss. Eine wunderschöne Kette. Alter, wie soll man das denn anziehen? Ist das nicht schön? Einfach in die Fresse geboxt. Keine Ahnung, das scheint ihre extrem ADHS-gestörte Sonne zu sein. Ich weiß es nicht. Schreibt es in die Kommentare. Ich kenne Soy Luna nicht. Ist das für den Arm? Ist das für die Stirn? Ich weiß es nicht. Das Multifunktionswerkzeug ist einsetzbar in allen Körperöffnungen und Körperhaaren. Button! Der ist auch nicht rare. Alter, das ist halt wirklich hässlich as fuck. Das ist nicht schön. Das ist ne. Nee. Das ist ein. Das war. Oh Gott, nein. Wenn man sich ganz doll anstrengt, dann erkennt man, dass da was draufstehen soll. Aber ich meine, wenn man es anzieht und ein bisschen fetter ist. Oder normalgewichtig. Also, du erkennst da halt gar nichts mehr. Sticker! Kleine Sticker! Oh, das ist das 3D-Spezial! Das kann halt nicht mal rollen. Das kann nicht mal rollen. Der Klammer! Oh ne! Ich hab so fette Finger, ich krieg die Sachen da nicht raus. Was braucht dieses Video? Ein Like! Auch so Haarklammern und die kann man sich hier reinmachen und dann steht da Like. Das. Ich glaube, das ist die gute Soy Luna, die ist ein bisschen am Cruisen in dem Ghetto, in dem sie aufgewachsen. In dem sie aufgewachsen ist. Mann! Der ist ein Button. Rare! Der ist rare! Rare! Wow! Kann man machen, muss man nicht. Es ist wieder ein schönes Stirnband. Oh nee! Oh nee! Ich habe endlich zwei Schnürsenkel! Oh.
Das ist das 3D-Special. Aber auch das hat keine Rollen, die rollen, Alter. Wie kann man denn, warum? Wieso befähigen die sich nicht? Der ist wohl nicht fertig geworden. Ja, Leute, das war der Soy Luna Adventskalender. Wenn er euch gefallen hat, lasst dem Video gerne ein Like da. Es ist eine Menge Arbeit, die Videos zu machen, okay? Ich bringe die jeden Tag. Und es freut mich, wenn ihr ein bisschen Spaß dran habt. Genießt den Tag und macht auf jeden Fall beim Gewinnspiel auf Facebook mit. Da könnt ihr den Kram gewinnen, warum auch immer ihr das wollen solltet. Lasst ein Like da und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt. Adventskalender öffnen mit Malternativ.